Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu einer neuen Shopping-Tour, die ich hier aufnehme, bevor ich ein paar Tage in den Urlaub fahre und dementsprechend nichts aufnehmen kann. Es hat sich noch nicht so viel angesammelt, es sind jetzt ein, zwei kleinere Pakete angekommen, aber ein wirklich schönes mit vielen Prestigeheften im Batman-Kosmos, bisschen Marvel habe ich auch dabei, also das könnte sich schon lohnen für eine kleine, kürzere Shopping-Tour. Es gab einen Verkäufer bei eBay, der hatte ganz viele Batman bzw. DC Prestige Hefte dabei und da habe ich gut gewildert. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil viele Titel davon habe ich mir gedacht, oh, das sind Titel, die sind vielleicht auch ein bisschen interessanter so für die gesamte Comic-Käuferschaft auf eBay, weil das Titel zu gewissen Batman-Schurken waren, die man jetzt nicht so oft findet, zu denen es vielleicht auch nicht so viel gibt und zu denen man seine Comic-Sammlung schnell vervollständigen könnte mit diesen Titeln. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Glück. Ich wurde bei keinem Titel sonderlich hochgeboten, habe alles bekommen, was ich wollte bei dem Verkäufer, habe sogar noch, weil ich, ich sag mal, weniger ausgegeben habe, als ich eigentlich geplant hatte oder angedacht hatte, habe ich sogar noch so ein paar Heftchen dazu genommen, die ich vielleicht sonst eher nicht genommen hätte, muss ich auch sagen. Aber es ist ein super schönes Paket und das erste, worüber ich überhaupt an den Käufer gekommen bin, was ich gesehen hatte, ist The Joker, Devil's Advocate. Dieser Band hier ist im Deutschen auch mal erschienen, so das muss 2008, 2009 irgendwann gewesen sein zu meiner Startzeit an Comics. Seitdem habe ich davon nichts mehr gehört, ich hatte ihn auch ewig lang hier, habe ihn jetzt auch verkauft. Ich hatte mir eigentlich immer gewünscht, natürlich, dass es zu jedem Trade, den ich verkaufe, entweder natürlich Hefte gibt, US-Hefte, oder zumindest dünne Prestige-Hefte. Ich bin auch kein großer US-Prestige-Fan, ja, aber es ist unüblich, dass ich Trades mit Trades austausche, aber den Joker Devil's Advocate, den gibt es gar nicht anders. Den gibt es nur in Trade-Form, ist von 1996, geschrieben von Chuck Dixon, gezeichnet von Graham Nolan, hat einen ja, super charmanten 90s-Style, also könnte auch perfekt in der Dino-Reihe als Sonderband veröffentlicht worden sein, hätte man davon ein paar mehr gehabt. Weiß nicht, wo zeige ich euch mal was. Hier beispielsweise eine Seite mit Joker und Tim Drake, ne? Passt einfach. Und auch dieser Rücken, der schreit für mich eigentlich auch schon so nach Dino-Sonderband. Er handelt um natürlich den Joker, der getötet werden soll, hingerichtet werden soll für einen Mord, den er nicht begangen hat. Und der Einzige, der seine Unschuld beweisen kann, ist Batman. Von dem Story-Ansatz her finde ich es ein bisschen weird, weil der Knabe hat so viele Morde begangen, für die er auf jeden Fall belangt werden könnte. Warum jetzt für den einen halt nicht? Und naja, aber gut, es ist eine interessante Story, es ist voll 90s auf jeden Fall zum Joker und komplettiert meine Joker-Sammlung. Bin ich wirklich happy, dass ich den für 7 Euro schnappen konnte. Für 4 Euro müsste es gewesen sein. Jetzt kommen so ein paar Hefte, die sind schon weit weg vom Batman-Mainstream. Es ist immer noch Batman, klar, aber ach, wenn du nur Batman-Hefte ganz normal liest und sammelst, dann kommst du eigentlich nicht so auf diese Titel. Batman Demon. Ist keine Elseworlds-Geschichte, ist von Alan Grant, RIP, leider von uns gegangen, innerhalb der letzten Wochen irgendwann, gezeichnet von David Roach. Ich habe ja auch schon mal sowas gereviewt, damals noch auf dem Kanal von Team Comics Fan, wie Batman Phantom Stranger und sowas. Von diesen Crossovern oder Team-Ups in dem Fall kann man sich meist nicht so viel erwarten. Das sind relativ belanglose Stories, die eine gewisse Atmosphäre erzeugen sollen, die dann aber auch genauso schnell wieder vergessen werden, wie man sie liest. In dem Fall erstmal coole Zeichnung. Ich mach's nicht weiter auf, es ist ein altes Prestige, ne? Ich hoffe, man hat einen kleinen Einblick. Wo dann thematisch allerdings wohl sehr krass abgedriftet wird in so eine Dämon-Alien-Richtung. Also klar, Dämonen machen Sinn, aber was man hier so sieht, Moment, wo habe ich mal was? War mein erster Eindruck vielleicht doch falsch. Das ist hier Live-Eindruck machen. Hier, sowas. Es sind wohl eher Dämonen. Und tatsächlich auf den zweiten Blick jetzt unterscheiden sie sich auch doch mehr voneinander, als ich es beim ersten Durchblättern wahrgenommen habe. Ich weiß auch gar nicht, von wann das ist. Die müssten aber alle so ungefähr aus derselben Zeit sein. 1996 auch hier. Ist ein dünnes Prestige. 4 Euro geht klar. Ist was für die Sammlung. Nichts Besonderes. Dann gab es eine Zeit, oder in dieser Zeit wurden auch einige Prestige-One-Shots zu Batman-Schurken veröffentlicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist in zwei Wellen gekommen und die erste oder eine der Wellen haben wir auf jeden Fall in Batman-Dino-Sonderband 1 bekommen mit Mr. Freeze, mit
Poison Ivy werden wir gleich noch sehen, was dabei war. Bane haben wir auf jeden Fall auch in der Dino-Reihe bekommen. Da hat man noch einen Bad Girl One-Shot, der da drin war. Es gibt aber auch genauso Hefte von Two-Face Catwoman, die mir noch fehlen. Und jetzt habe ich dazu genommen, weil es da war, Penguin Triumphant. Das hier ist ebenfalls eins dieser One-Shots. John Ostrander war da dran, Joe Staton. Und auch hier muss ich sagen, die Zeichnung. Ja, auch die frühen 90s sprechen mich auf jeden Fall total an. Ist definitiv nichts für jedermann. Muss man bestimmt auch nicht machen. Aber für meine Sammlung war das jetzt auch eine tolle Gelegenheit, hier mal ein bisschen aufzustocken. Das Heft ist von, ich bin ja hier ein schneller Gucker, 1992. Also diese Hefte werden, denke ich mal, ein bisschen älter sein als die, die wir dann bei Dino bekommen haben. Das Catwoman-Heft habe ich schon so oft gesehen, aber noch nie mitgenommen. Da muss ich auf jeden Fall mal nachrüsten. Und das Two-Face habe ich tatsächlich noch nicht so gesehen. Sonst hätte ich da bestimmt schon zugeschlagen. Angesprochenes Poison Ivy-Heft ist dieses hier. Ich dachte immer, ich wäre schon komplett bei diesem Dino-Sonderband 1, aber das hier fehlt mir. Ich habe das auch noch in ganz guter Erinnerung. Thematisiert Poison Ivy's Origin. Es ist ein Zeichenstil, der ist passig für die Mid-90s. Das ist jetzt kein super-duper Zeichenstil, aber ich finde ihn okay. Oh, hier ist ein Preisaufkleber hinten drauf. Und der sieht auch schon so aus, als wäre da mehrmals versucht worden, den abzuknibbeln. Ich lasse ihn jetzt erstmal dran, alles gut. Geschrieben von John Francis Moore, gezeichnet von Brian Apthorpe. Schwieriger Name. War eine coole Geschichte damals, genauso wie die Mr. Freeze-Geschichte, die hat mir auch sehr gut gefallen. Man muss sich ein bisschen an die Zeichnung gewöhnen aus heutiger Sicht. Aber grundsätzlich vom Storytelling her waren die total okay, besonders wenn man so ein bisschen die Grundlagen der Batman-Schurken mal kennenlernen will. Und das war damals auf jeden Fall auch mein Ansatz. Hier sieht man noch Killer Croc. Da muss es ein großartiges Heft sein. Hier ist die Atmosphäre auch wirklich gut getroffen. Also ich weiß, mit dem Heft war ich damals sehr, sehr zufrieden und bin jetzt natürlich happy, das auch bekommen zu haben. Um zu Poison Ivy alles komplett und dicht zu machen in meiner Sammlung. Jetzt mal abgesehen von sowas wie ihrem First und den ersten Auftritten in den Batman Ongoings. Aber was so einzelne Minis, einzelne Stories, One-Shots und sowas betrifft, da bin ich jetzt komplett mit diesem Heft. Batman und Poison Ivy Cast Shadows von Ann Nocenti geschrieben und John Van Fleet gezeichnet. Hier ist definitiv der Zeichenstil was Besonderes. Auch hier sehr atmosphärisch, finde ich ganz geil. Und das war das Heft, wo ich nun wirklich Schiss hatte, dass da jemand mit hochgeht. Das war, ich weiß gar nicht was, erst für 4 € drin und 7 € Sofortkauf. Wenn ein Gebot drauf ist, ist der Sofortkaufpreis dann natürlich raus. Ich habe 8 € bezahlt. Ne? Ich bin knapp über dem Sofortkaufpreis rausgegangen, weil ich bin happy, dass ich es überhaupt bekommen habe. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer damit. In der App ist das ein bisschen blöd, mehrere Sofortkäufe bei einem Verkäufer zu tätigen, weil du immer zum sofortigen Zahlen gezwungen bist. Das ist totaler Bullshit, aber ja. Wirklich sehr interessant ist halt auch so ein Heft. Ich habe ja gerne die Eagle Moss Begleithefte. Übrigens, Eagle Moss ist insolvent gegangen. Steht jetzt natürlich in den Sternen, inwieweit ja sowas wie die Büsten oder kleinere Figuren mit den schönen Begleitheften nochmal irgendwie durch irgendeinen anderen Hersteller zu uns rüberschwappen. Aber ich fand die immer toll, weil dort zum Schluss auch oftmals so Hidden Gems, so geheime Schätze an Comic-Stories zu den einzelnen Charakteren ja vorgeschlagen wurden, Lesetipps gegeben wurden und halt nicht immer nur die Klassiker, die man sonst so geliefert bekommt. Ne? Auch insbesondere in Bezug auf die größeren Schurken wie Joker und sowas. Und Cast Shadow ist da so ein Heft, wo ich immer drauf geguckt habe und gesehen habe, ja, das wäre nochmal was wirklich Feines, würde ich das irgendwie in meine Sammlung integrieren können. Das wäre wirklich cool. Und hier ist es, ich habe einen ordentlichen Preis bezahlt, einen guten marktgerechten Preis, geht auch ungefähr so in der Range. Und ich bin wirklich happy, dass das jetzt seinen Platz oder seinen Weg zu mir gefunden hat. Also das hat mich wirklich mit am glücklichsten aus dem Paket hier gemacht. Der nächste Kauf war ein absoluter Gelegenheitskauf. Das habe ich genommen, weil ich es dann für 3 € noch schnappen konnte. Und das war mir die Vervollständigung der Sammlung wert. Von Pat Mills und Debbie Gallagher, hieß sie so? Ja. Geschrieben und illustriert von Duke Mighton. Nie gehört. Hat eine ganz interessante Thematik, weil wir hier, ähnlich wie bei meinem Defenders-Video letztens, wieder mit Tarotkarten arbeiten und die zum Mittelpunkt der Geschichte machen. Oder zumindest die Geschichte darauf aufbauen. Die Zeichnungen sind sehr gewöhnungsbedürftig. Es wird hier mit ja, krassen Farben gearbeitet, die durch das Dunkle aber sehr verschwimmen und es wird sehr unübersichtlich. Es sieht super abgespaced aus, auch hier. Das geht in Richtung Batman Aliens, so vom Artwork her.
Also von den Motiven her, jetzt nicht von den Zeichnungen. Es ist mir ein bisschen zu dunkel mit diesen Neon-Aspekten drin, die hier halt noch nicht geil kommen und nicht modern aussehen, wie es heutzutage oft gemacht wird. Ich erwarte mir hiervon überhaupt gar nichts und trotzdem mag ich halt die Grundlage mit den Tarotkarten und da kannst du viel draus machen, wenn du es richtig machst, ne? Dementsprechend zumindest die Grundlage hier hat mich dann überrascht und sage ich, okay, ist auf jeden Fall spannend. Neben dem Joker und dem Poison Ivy Band war dieses Heft hier auf jeden Fall auch noch ein großer Grund, bei dem Verkäufer mehr zu schnappen. Batman Scarface, ein Psychodrama. A Psychodrama. Das ist ebenfalls geschrieben von Alan Grant und gezeichnet von Charlie Adlett, also auch hier interessant. Ist auch auf dem deutschen Markt als Prestigeheft erschienen, bei uns ein bisschen instabiler. Aber trotzdem cooles Heft auf jeden Fall, wenn man ein bisschen mehr zu Scarface lesen will, weil Scarface ist ja eigentlich auch so ein Batman-Schurke, Batman-Charakter, der jetzt nicht so häufig im Rampenlicht steht. Und auch hier, da habe ich mich super gefreut, weil das sind so Prestige-Hefte, die sieht man nicht so häufig im deutschen eBay. Und wenn man die dann für, wie das hier, ich glaube, 2,50 schnappen kann, perfekt. Das ist natürlich auch gut, weil das deutsche Heft geht halt auch gar nichts. Ne? Ich weiß noch, das habe ich damals auch gebraucht, bei Comic Culture rausgezogen, ganz zu Anfang meiner Sammelleidenschaft. Das habe ich damals auch gelesen. Ist auch nichts, was großartig hängen bleibt. Ist nicht die beste Batman-Schurken-Story. Aber um was zu so einem kleinen Schurken wie Scarface zu haben, definitiv ratsam. Das nächste Heft hätte ich wohl ebenfalls nicht mitgenommen, hätte ich nicht so viel geschossen. Und zwar Batman Punisher für 3,50 € ist eins dieser klassischen 90er-Crossover, die bei uns auch in der Dino-Reihe gekommen sind. In dem Fall. Vielleicht thematisiere ich sogar nochmal im Rahmen meiner Nightfall-Reise, dass wir das da nochmal aufgreifen, weil wir haben Jean-Paul Valley als Batman, der auf den Punisher trifft. Das hier ist geschrieben von Danny O'Neill. Viele Legenden dran, alle gestorben in letzter Zeit, wirklich schade. Barry Kitson zeichnet zusammen mit James Pascoe und ich habe jetzt hier die erste Seite aufgeschlagen, dann ist es direkt geknackt und geknistert. Wirklich fürchterlich. Ich konnte mich nicht mehr an die Zeichnung erinnern. Ich habe es damals auch gelesen. Aber der Inhalt auch komplett weg. Ich hatte keine Vorstellung mehr von dem Heft. Hat mich damals aber nicht so beeindruckt, auch weil der Punisher damals, also wirklich, er ist mittlerweile immer noch nicht der interessanteste Charakter für mich. Gezielte Runs oder Volumes, ja, aber im Großen und Ganzen nein, weil mich die Grundmotive des Punishers einfach nicht so abholen. Dementsprechend damals. Ich habe es wahrscheinlich auch nicht so motiviert gelesen, muss ich gestehen. Da gab es andere Crossover, die haben mich deutlich mehr interessiert, wie Batman, Spider-Man und sowas, ne? Oder Daredevil, Deadpool. So eine Hefte. Aber nicht der Punisher. Aus heutiger Sicht natürlich interessanter. Ich wusste natürlich auch damals nicht, was es mit Jean-Paul Valley und so auf sich hat. Die habe ich, glaube ich, zeitgleich oder zusammen mit dem Batman-Dino-Heft gelesen. Und da war Jean-Paul Valley ja schon lange kein Batman mehr. Und bestimmt wurde es oft angesprochen, aber als Neuleser die Zusammenhänge nochmal schließen zu können, ist eine andere Thematik, ne? Man hat hier Jigsaw als Schurken drin, man hat natürlich kurzzeitig auch den Joker drin. Der darf natürlich nicht fehlen in einem Crossover mit einem Batman. Ja, vielleicht werdet ihr davon nochmal was hören, ich überleg's mir. Eine wirklich schöne Sache, wo ich mich auch sehr gefreut habe, ähnlich wie bei dem Joker, gibt es nur als Trade, ist Batman Deadman. Mit dem Untertitel, es hatte auf jeden Fall ein, Death and Glory steht auf dem Rücken von James Robinson und John Estes. Und das hier, meine lieben Freunde, ist was, was unsere Graphic Novel Fans, also nicht nur bezogen auf Superhelden, aber wenn sie da mal Superhelden anschauen wollen, was definitiv was sein könnte, weil man hier wirklich interessante Zeichnungen hat. Ich bin damals immer davon ausgegangen, dass das hier ein Band ist, der irgendwelche Hefte oder Prestigehefte zusammenfasst. Ist es aber nicht, den gibt es wirklich nur so. Das hat mich auch sehr überrascht. 4 € habe ich hier gezahlt, war aber ein anderer Verkäufer. Und da habe ich wirklich oft durchgeblättert, weil das war eine dicke Überraschung, dass man hier so einen geilen Artstyle hat. Hätte ich niemals erwartet. Ich hätte mir hier wirklich eine bumsnormale Batman-Geschichte auch von der Optik vorgestellt. Ähnlich wie zum Beispiel der Joker Devil's Advocate Band. Aber das hier, das geht nochmal in eine ganz andere Richtung und sieht wirklich, wirklich gut aus. Ist ein langes Ding und kommt aus dem Jahre. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. Müsste auch irgendwann 96. Auch 96. Also damals ging viel an so Prestigeheften und so Trades, die sonst nicht kamen. Interessant. Toll. Freut mich auch, weil ich Deadman-Fan bin. Deadman-Freund. Fan ist vielleicht übertrieben. Überraschenderweise hatte der Typ mit den ganzen Trades und Prestigeheften auch noch 3 Mighty Avengers Hefte, die direkt anknüpfen an die Mighty Avengers,
die ich ja letztens gekauft habe. Und damit ist auch das letzte Dark Reign Heft abgedeckt. Das hat mich natürlich auch umso glücklicher gemacht. Mal gucken, wie ich da jetzt an die Hefte ab der 29 rankomme. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Steigen hier auch ein in eine Storyline. Young Avengers vs. The Scarlet Witch. Die dauert dann auch ein bisschen länger an. Sehr unzufrieden bin ich mit den Zeichnungen ab diesem Zeitpunkt. Die sind wirklich ganz, ganz fürchterlich. Ist mir einfach zu unpräzise, hat keinen klaren Strich, ist nichts. Und geht dann halt auch nicht in so eine tolle Richtung wie beispielsweise hier, wo man wirklich sagen kann, das ist fast schon Kunst bei Batman, Deadman. Das ist es definitiv nicht. Trotzdem happy, dass ich es bekommen habe, auch in Bezug auf Dark Reign. Das war mir dann schon wichtig, weil, also ich habe für die drei Hefte jetzt zusammen so viel bezahlt, wie ich eigentlich für das hier bezahlt hätte, das 26er, was ich ja primär haben wollte. Und dann machen wir die Folge rund mit einer Mini, die ich hier falsch rum sortiert habe, falsch liegen habe, die ich für einen Preisvorschlag von 6 Euro bekommen habe. Und das ist Nightmare. Nightmare hat mich interessiert, weil ich zu Nightmare noch nichts hatte. Ist ein Schurke, mit dem ich noch nie in Berührung kam, der mich optisch auch irgendwie nie so abgeholt hat. Ich glaube aber, in dem schlummert recht großes Potenzial. Und als ich dann gesehen habe, dass Joe Bennett diese Reihe hier zeichnet, dachte ich, da guckst du mal rein. Nun ist es ein bisschen schade, weil das ist nicht der Joe Bennett-Style, den wir aus dem Immortal Hulk kennen. Ich zeige euch mal was. Hier, ich brauche nur eine Doppelseite. Es sieht ungefähr so aus. Das ist natürlich vom Style her eine ganz andere Richtung, ne? Viel mehr Comic-Style als dieser Horrorrealismus, den er beim Hulk hat, aber ich finde, man sieht durchaus schon Ansätze, die man auch in dem viel weiterentwickelten Style jetzt 20 Jahre später wiederfinden kann. Fast 30 Jahre später wahrscheinlich. Denn diese Transformationspanels, die es beim Hulk gibt, die gibt es hier auch schon in Ansätzen. In der Nummer 4 beispielsweise hat man da ganz gute Seiten. Das hier ist einfach so was Kleines wieder für die Sammlung, wo ich dachte, oh, Nightmare, ja, das sieht man auch nicht so häufig. Und was zu einem Marvel-Schurken, das nimmst du mal mit, ist ein Vierteiler, ist eine kurze Sache, nicht allzu teuer. Ich glaube, für 4 Euro war es drin und mein Preisvorschlag von 6 Euro direkt angenommen. Cool, guck's mal an. Wie gesagt, die Kreativen sind in dem Fall jetzt auch nicht uninteressant. Was ein bisschen schade ist, hier ist ein dicker, dicker Cut im Cover. Wusste ich nicht, konnte man nicht sehen. In der Beschreibung stand es nicht drin. Ist mir jetzt aber egal, ich will da nicht rumheulen wegen 1, 2 Euro. Das ist schon in Ordnung so. Ja, cool. Ich weiß, ein bisschen wenig Marvel wieder für die Marvel-Fans hier auf meinem Kanal, aber zumindest ein bisschen. Und ihr wisst ja, ich bin absoluter DC-Boy und das hat man diese Folge wieder gesehen. Das war die Shopping-Tour für dieses Mal. Haut rein, lasst es euch gut gehen. Bis dann.